Im Sonntagsgottesdienst am 17. Oktober hat in der Maria-Hilf-Kirche der Kirchenchor Maria-Hilf gesungen. Hören Sie hier einige Lieder aus diesem Gottesdienst. Oh.
In der St. Jakobuskirche wurden im Gottesdienst am 17. Oktober neue Ministranten aufgenommen. Wir freuen uns trotz Corona auf neue Ministranten und hoffen euch eine gute Zeit, viele Aktionen mit euch und gute Jahre. Im Gottesdienst bekamen die neuen Ministrantinnen und Ministranten die Plaketten ausgehändigt und die Ministrantenausweise als Zeichen der Zugehörigkeit zur Ministrantengemeinschaft. Die Plaketten zeigen die Szene von der Brotvermehrung. Die Dienste der Ministranten wurden vorgestellt und die Symbole dazu gezeigt. Ja, es war sehr schön, wieder einen Gottesdienst zu haben mit so vielen Ministranten, zusammen am Altar zu stehen und jetzt, dass wir jetzt auch vier neue Minis aufgenommen haben. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also ich kann dem nur zustimmen, es war sehr cool und auch das mit Maria hilft zusammen. Ja, ich hoffe, dass es in Zukunft wieder öfter mit mehr und bunt klappt.